So, ja, so, dann fahren wir mal wieder weiter. Ja, mit dem Händler habe ich jetzt kurz gesprochen. Der hat nur das Problem, dass er uns aktuell keinen Häcksler geben kann. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Jetzt müssen wir gucken, was wir da machen können. Und müssen jetzt aber allerdings erst einmal zum Holz fahren. Wir fahren jetzt mal zum Holz. Also sprich, wir fahren jetzt erst einmal zur Ladestelle hinten, wo der LKW steht. Das Ganze mache ich nicht mit diesem Anhänger. Den Anhänger, den stellen wir kurz beim Brauwerk hin. Weil den brauchen wir da nicht. Und eigentlich auch nicht das... wir können... Ich überlege gerade, ob wir mit dem Unimog hinfahren sollten oder ob wir mit dem hinfahren. Der Unimog, der muss tanken. Ich muss mit dem tanken. Wir fahren mit dem Unimog, wir müssen eh tanken. Und dann stellen wir jetzt den Traktor einfach mal da hinten hin. Und das machen wir, genau. Wir stellen den Traktor hinten hin, hier auf unserem Gelände. Ein Krupper muss man auch noch besorgen. Ich warte immer noch auf den Kredit von der Bank, dass die Bank mir den Kredit jetzt endlich bewilligt. Und wir dann hoffentlich damit in die Gänge kommen können. Ja, wie man das jetzt mit dem... anhalten, so. Ach Gott, ey, was ein Stress. So, zack. Wie wir das jetzt im Endeffekt... Oh, Moment. Die Gabel natürlich noch hier anpassen, ne? Dass da auch sich ja niemand verletzen kann. So, wie wir das im Endeffekt jetzt natürlich machen mit dem Häcksel, das ist jetzt eine gute Frage. Ach Gott. Oh. Der ist so gut wie leer. Dann fahren wir mal zur Tanke und dann fahren wir hoch. Und dann fahren wir hoch auf jeden Fall. So. Ja, wie man das mit dem Häcksler macht, ist jetzt eine gute Frage. Ich habe jetzt kurz mit dem... Harry telefoniert. Und den gefragt, ob sie den Häcksler momentan brauchen. Wir haben ja einen geliehenen Häcksler. Aber den brauchen sie momentan. Das ist natürlich jetzt nicht so gut für uns. So. Daran. Ach Gott. So, dann tanken wir hier mal kurz. So. So, hier Geld hin, zack, mach's auf Rechnung, hat er gesagt. Okay, mach da gut. So, dann machen wir hier mal das Fenster runter. Jetzt ist es doch wieder kühl, ne? Jetzt friere ich wieder so ein bisschen. Es ist schon komisches Wetter momentan. So, jetzt haben wir auf jeden Fall daneben wieder getankt. Teurer Spaß, aber musste sein. Ich habe gehört, ich kann auch hier rumfahren. Schönes Sägewerk ist es, ein schönes modernes. Da ist auch ein Feld. Weizen. Wurde auch noch nicht abgeerntet. Aber ich glaube, das gehört nicht zu uns. Dem Herrn Schmidt habe ich telefoniert, dem habe ich Bescheid gesagt, dass ich noch vorbeikomme. Aber mich erst einmal um andere Dinge kümmern muss. War auch vollkommen in Ordnung für ihn. Sehr gut. Und jetzt fahren wir da mal durch den Matsch hier. Oh Mann. Oh, guck mal hier. Wurde auch nicht fertig bearbeitet. So manche hängen hier hinterher. Irgendwo hier rum, wenn wir mal kurz... Ja, da müssten wir an das Ziel kommen. An unser Ziel. Hier ist auch noch ein Feld.
Ich glaube, das gehört sogar uns. Kann das sein? Nein. Laut GPS nicht. Okay, ich dachte. Wir hatten hier hinten, glaube ich, auch ein Feld. Naja, müssen wir mal gucken. Oh, jetzt muss ich über das Feld fahren. Natürlich nicht so gut. Ah, da sieht man schon. Okay, hat er gut gemacht. Da hat er dahingestellt. So, Schlüssel habe ich natürlich als Chef, ist ja logisch. Das gute Teil von unserer Firma. Sehr, sehr wichtig. Ein paar Bäume sind auch noch, stehen noch. Wir haben ja schon einiges abgearbeitet. Wir brauchen natürlich dann auch noch eine Fräse, eine Baumstumpffräse. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen können. Ob da der Alex oder der Harry vielleicht was vorbeibringen können. Schickes Teil, hat er extra nochmal geputzt sogar. So, mal rein hier. Oh ja, schnurrt wie ein Kätzchen. Schnurrt wie ein Kätzchen. Dann müssen wir mal gucken. Ob wir uns da ein bisschen gut positionieren können. Ach Gott, mit dem Teil habe ich noch gar nicht gearbeitet. Wo sind die Füße jetzt draußen? Ich glaube, jetzt kommen die Füße raus, genau. Wir müssen natürlich auch hier Warnsignal, natürlich. Du. Hau die Ruck. Ach Gott. So, eieiei. Dann wollen wir mal gucken, ob wir damit gut arbeiten können. Da hat sich die Gabel verklemmt gehabt. So, da wollen wir mal gucken, ob wir damit jetzt das Ganze hier gut aufladen können. Ich habe mit dem noch gar nicht gearbeitet. Das ist einer der neuen Fahrzeuge von unserem Betrieb, den sich der Alex gewünscht hat, da man mit dem einfach am besten ja laden konnte. Hat der Alex gesagt, mit dem kann er besser arbeiten. So, wir haben natürlich hier eine gewisse Länge, die wir überschreiten werden, auf jeden Fall. Müssen wir mal hier gucken, dass wir das so gut hier so hinbekommen. Der Alex, der kann damit natürlich viel, viel besser umgehen, ne? Als ich, muss ich sagen. Aber wir müssen damit jetzt mal so umgehen, wie es nur geht. So. Jetzt vorsichtig arbeiten. Gucken, ob wir den irgendwie ein bisschen drehen können. Nein, natürlich nicht. Das ist... Hey, das ist ja gar nicht so einfach. So, ich lege mal kurz hier ab. Mal kurz runter. So. Da müssen wir ein Stückchen abschneiden. Denn kaputtes Holz wollen die Leute natürlich auch nicht. Und dann können wir vielleicht nochmal neu fassen hier. Mal neu greifen. Zack. Für jemanden, der keine Erfahrung hat, wird das natürlich dauern. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Mit dem mal ein bisschen drehen. Und der Alex, der kann das natürlich viel, viel besser, ne? Muss man sagen. Der macht das hier innerhalb von wenigen Minuten, ist er fertig. Aber der macht das auch schon seit Jahren bei uns natürlich. Und hat das auch gelernt. Ich persönlich habe zwar forstwirtschaftlichen Betrieb gelernt, aber ich musste mit diesen Fahrzeugen eben nicht arbeiten. Ich habe Harvester zum Beispiel gefahren, ja, sowas.
Das ist natürlich eine ganz andere Schiene wieder. Was ganz, ganz anderes. Als das hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter jetzt wir hier haben. So. Dann einmal hier rum, kurz und so und zack. Und dann können wir das... den fallen lassen. So, dann passt das. Der hat jetzt ein bisschen Überlänge, aber das sollte gehen. Müssen wir mal gucken. Ist natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen, dass wir den nicht hier richtig positioniert haben, ne? Gehen wir mal hier unten vorne nochmal rein. Positionieren das Fahrzeug vielleicht mal richtig. Wird uns auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ersparen. Fahren einfach mal kurz über das Feld. Ich hoffe, der Bauer da ist dann nicht so böse darüber. So. Hier die Spitzen so ein bisschen weg. Können wir hier auf jeden Fall auch ein bisschen besser arbeiten. So. Und hier noch. Und dann holen wir mal die nächste Ladung. Hier so ein bisschen drehen, so rum, genau. So, und jetzt den ganzen Stamm hier. Uiuiui, er hat aber auch Kraft, das Teil hier. Hier rum. Da wünschte ich mir doch den Alex hierher, ne? Muss ich sagen. So, einmal hier rum und dann hier rein. Hat's mir extra zwar ein bisschen erklärt, aber ja, ne? Man. Ne, oder der Harry, der kann natürlich auch damit gut umgehen. Mittlerweile, Übungssache, ist das A und O. Hier ist, der ist nicht richtig positioniert hier. Den müssen wir noch ein Stück darüber. Dass er hier reinrutscht, genau. Nein, oh Mann. War das nicht geplant? Dann rutsche da rein, genau. Einfach ein bisschen hier rütteln, dann klappt das auch schon. So, den Stamm hier noch aufladen. Na, komm her. So, hier rum. Gucken wir mal, ob wir den in Ruhe da drehen können. Natürlich können wir das. Das sieht doch gut aus. Gucke mal. Hier ein Stückchen rum. Und fallen lassen. Na, fallen lassen. Der ist jetzt aber nicht so ideal, oder? Oh, der hat sich da verkeilt. Das ist natürlich nicht so gut. Mal ein Stückchen zurück. Dass wir hier nochmal reinkommen. Aber jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir an den da hinten dran kommen. Mal hier so ein bisschen hoch. Uiuiui. Ui, ui. Nee, da kommen wir nicht dran. An den komme ich jetzt auch nicht. Aber wir kommen an diese hier dran. Da müssen wir noch entasten. Ich dachte, er hat alles gemacht. So, dann gehen wir mal hier durch. Die Spitze noch abschneiden. Hier noch.
Die Spitzen will der Händler nicht. Das ist schon... Na, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt den... Das ganze Holz jetzt zum Beispiel zum Kraftwerk bringen. Oder zum Pelletwerk, glaube ich, haben sie gesagt. Oder wir lagern es erst einmal und hoffen zum Beispiel, dass der Alex mir den Hexer bringen kann. Oder wenn der Kredit da ist, dass wir dann halt sagen, okay, komm, wir finanzieren uns nochmal einen neuen Häcksler. Denn wir haben auch nur einen älteren Häcksler. Ein neuer wäre eigentlich da auch mal angebracht. Und wenn wir schon vielleicht einen Kredit nehmen müssen, gibt es da ein kleines Problem. Da hängt ein bisschen... Wenn wir eh schon im Endeffekt neue Fahrzeuge haben, dann so zum Teil zumindest, dass wir uns vielleicht auch einen neuen Häcksler kaufen mal, wäre eine Möglichkeit, oder ihn leihen, auch das ist natürlich eine Möglichkeit. So, hier den auch noch hier drauf. Müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Plätschernde Wasser da hinten. Auch wunderschön. Können wir auch ein Häuschen bauen. Ich verstehe nur nicht, warum das Land oder der Bezirksrat hier die Sachen loshaben will hier. Das verstehe ich nicht so ganz, warum das hier weg soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch einen Antrag gestellt, beziehungsweise mal angefragt. Müssen wir ein bisschen anders da positionieren, hier so. Angefragt, ob denn die Möglichkeit besteht, hier auch ein Landgrundstück zu beforsten. Hoppla. Zu beforsten. Das heißt also, dass wir hier zum Beispiel einen Forstbereich draus machen können, im Endeffekt noch. Und die Möglichkeit besteht, dass diese Erlaubnis, die können wir sogar bekommen. Dann könnten wir halt auch damit... einiges an Geld machen, sage ich jetzt mal. Die Aufforstung, ne? Abforstung und all sowas. So, komm auf hier. Jetzt ist der nach hinten gerutscht. Jetzt kriege ich den nicht mehr. Das ist nicht so gut. Müssen wir hier hingehen? Nein. Ich krieg dich immer noch nicht. Willst du mich ärgern? Der will mich ärgern. So, aber jetzt habe ich dich. Bleiben wir mal hier rum. Ist ja auch abgesperrt. So ein bisschen zumindest. Nicht ganz abgesperrt, muss ich sagen. Das hat der Harry dann noch nicht mehr so gut gemacht. Ich habe ihm extra noch gebeten, dass er es richtig absperrt. Dass hier auch ja nichts schief laufen kann. Da hatte er wohl dann doch keine Lust mehr. So. Müssen wir mal gucken, wie ich den jetzt hier reinbekomme. Denn der ist ein bisschen blöde. Oh. Noch ein Stückchen rüber. Und dann dürfte das klappen. Er hängt ein Stückchen über jetzt. Das ist nicht so gut. Wenn wir da vielleicht ein bisschen dran ziehen nochmal. Und dann kriegen wir das Ganze auch hin. Ja, ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal hier fertig. Ist ja auch auf Dauer langweilig, glaube ich. Wenn man das hier so die ganze Zeit sieht für euch. Ne? Und wir wollen ja hier nicht die ganze Zeit nur mit einer Sache beschäftigt sein. Ich mache das Ganze jetzt hier fertig in Ruhe. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Und dann habe ich auch bestimmt den Vertrag in der Hand und kann endlich sagen, der Hof gehört offiziell uns. Ich freue mich drauf. Bis dann.